Willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind immer noch beim Edgar-Lüscher-Seminar und weiter geht es mit dem Teil 2 von Professor Dr. Jochen Weller von der LMU. Gut, jetzt möchte ich zurückkommen zu der kosmischen Hintergrundstrahlung, weil die kosmische Hintergrundstrahlung stellt sich raus, das ist im Moment die detaillierste und präziseste Test für unsere kosmologischen Modelle. Wenn ich mein Auge, wenn das empfindlich wäre auf die Mikrowellenstrahlung, wäre unser Nachthimmel total hell. Ist es aber Gott sei Dank nicht. Und wenn ich jetzt gucke, was für eine Temperatur die Strahlung hat, die ist ein Planck'scher Strahler, die hat ungefähr 2,7 Grad Kelvin, also minus 270 Grad Celsius oder so. Was ich jetzt machen kann, ich kann die Durchschnittstemperatur erstmal abziehen und gucken, was passiert. Bevor ich das mache, möchte ich erklären, wie ich überhaupt zu so einem Bild komme, dass ich die kosmische Hintergrundstrahlung sehe. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen Physik betreiben. Und zwar, die Vorstellung ist folgendermaßen. Im frühen Universum habe ich eine wahnsinnig dichte und heiße Suppe. Das ist so heiß, dass die Protonen und Elektronen und Photonen alle separat rumschwirren. Jetzt streuen aber die Photonen an den Elektronen und die Streuung kann man sich im Wesentlichen so vorstellen, das ist eine starke Kopplung zwischen den Elektronen und Photonen. Und das bedeutet einfach, dass das Medium nicht durchsichtig ist. Also das sieht man nicht durch, weil die Photonen so stark an das System, an das Plasma gekoppelt sind, wo man hier hat. Hier in dem Bild, das sind also Protonen, man hat auch noch Heliumkerne im Wesentlichen, die Elektronen und die Photonen. Jetzt aber durch die Ausdehnung kühlt sich das System natürlich ab. Und irgendwann ist das System kalt genug, also das bedeutet wenig kinetische Energie in dem System, dass die Protonen die Elektronen einfangen und es bildet sich neutraler Wasserstoff. Und der neutrale Wasserstoff, der wechselt natürlich fast gar nicht mit den Photonen und die sind jetzt frei. Und was wir in der kosmischen Hintergrundstrahlung, was wir da sehen, das ist eigentlich, sind es die Photonen von dem Zeitpunkt ab, wo die sich von den Elektronen und den Protonen entkoppelt haben. Und das passiert 240.000 Jahre nach dem Urknall. Das ist also, wenn man bedenkt, das Alter vom Universum ist so 13,5 Milliarden Jahre. Das ist ein Babyfoto vom Universum. Da sieht man, wie das Universum ganz früh ausgesehen hat. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können erstmal die Durchschnittsstrahlung abziehen. Und da sieht man folgendes Bild. Und das nennt ein Physiker ein Dipol. Das ist nichts anderes, weil sich die Erde durch das Strahlungsfeld von der kosmischen Hintergrundstrahlung bewegt. Okay? Das könnte man sagen, ist natürlich auch noch kein kosmologischer Effekt. Jetzt können wir das auch noch abziehen. Der Effekt ist schon mal im Millikelvin-Bereich oder Millicelsius-Bereich, also sehr gering. Wenn wir das jetzt auch noch abziehen, dann kommen wir in den Mikrokelvin-Bereich, also ein Teil von 100.000 oder so. Und was man hier in der Mitte erstmal sieht, das ist unsere Milchstraße. Da kommt natürlich viel Strahlung raus, das ist hier abgezogen worden und dann sieht man die Strukturen. Das wurde mit dem Anfang der 90er Jahre mit dem Cosmic Background Explorer COBE gemessen. Der hat drei Instrumente mit an Bord gehabt, also es war ein Satellit, weil in dem Bereich stört die Atmosphäre sehr arg. Da kann man nicht so genau messen von der Erde. Und der hat erstmal die Helligkeit oder die Intensität der Strahlung gemessen und dann eben die Fluktuation bei drei verschiedenen Frequenzen, 30, 53 und 90 Gigahertz, mit einer Auflösung von 7 Grad und dann hat er eben auch noch das Spektrum sehr genau vermessen. Okay. Und man muss dazu sagen, die kosmische Hintergrundstrahlung ist das beste Planck'sche Spektrum, welches in der Natur vorkommt. Das hat natürlich auch das ganze Zeitalter vom Universum gehabt, um ins Gleichgewicht mit dem ganzen System zu kommen. Das sind natürlich bei anderen Systemen ist das nicht der Fall. Und was man hier aber sieht, sind die Fluktuationen und die geben Kosmologen wahnsinnig viel Information über das Universum. Das möchte ich jetzt kurz erklären. Gut, jetzt lasse ich einige Experimente aus. Das ist jetzt von dem Planck-Satelliten 2013. Hier hat man eine wahnsinnig hohe Auflösung. Man ist jetzt im Bogen-Minuten-Bereich. Man sieht die kleinen Fluktuationen, man sieht aber auch größere Bereiche. Und die Verteilung von den dunklen, also von den kalten
und heißeren Bereichen, die sagen Kosmologen wahnsinnig viel darüber aus, aus was das Universum besteht. Und das probiere ich so grob zu erklären. Ich sollte noch dazu sagen, die Kobe-Messung, die gab 2006 den Nobelpreis, also das war die Entdeckung der Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und das ist eigentlich für einen Kosmologen die beste Messung, die es im Moment gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen soll, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich will nur ganz grob erwähnen, was man da misst. Man misst die Temperaturschwankung, also man rechnet die Durchschnittstemperatur von dem System oder man misst die Durchschnittstemperatur von dem System und guckt, wie die an jedem, jeder Punkt darum schwankt. Und dann kriegt man da zwei verschiedene Messungen und die korreliert man. Man guckt also, im Wesentlichen kann man das so denken, wenn ich hier eine gewisse Temperatur messe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Winkelabstand die gleiche Temperatur messe? Okay, und das analysiert man in einer gewissen Art und Weise, in einer statistischen Art und Weise. Man packt das noch auf sogenannte Kugelflächenfunktionen, weil natürlich der Himmel ist eine Kugel. Was einem das Ganze erlaubt, ist, was ich eigentlich will, ich möchte aus der Karte Skalen rauskitzeln, die dominant sind. Also auf welchen Skalen ist die Fluktuation am größten? Das sehe ich natürlich mit dem bloßen Auge nicht so richtig. Und das probiere ich mathematisch herauszukitzeln. Und da macht eben der Physiker normal eine Fourier-Analyse, um eine Frequenz festzustellen. Und so ähnlich läuft das hier. Und das ergibt dann folgendes Bild. Was ich hier aufzeichne, das ist... man kann sich das vorstellen, das ist 1 über den Winkel, okay, in Bogenmaß. Okay? Also hier ungefähr bei 220 ist man, da muss man durch 180 teilen, so bei 10 Grad oder 7 Grad entspricht das. Und man sieht, bei 7 Grad hat man aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine sehr dominante Skala. Also wenn ich jetzt praktisch die Karte nehmen würde und lauter so 7 Grad Regionen, das darüber glätten würde, dann würde ich da ein sehr dominantes Signal sehen. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Warum ist hier so ein dominantes Signal? Man sieht dann, das oszilliert so. Und die Frage ist, warum ist das der Fall? Okay, jetzt habe ich folgendes Bild. Nehmen wir mal an, ich habe aus irgendeinem Grund irgendwelche Dichteschwankungen im ganz, ganz frühen Universum. Was dann passiert in dem Plasma, die Schwankungen dehnen sich aus. Die breiten sich aus wie eine Schallwelle. Die können sich aber in dem Plasma nur so lange ausbreiten wie eine Schallwelle, solange die Photonen, die Strahlung an die Elektronen gekoppelt sind. Also man braucht eben den Kopplungsprozess, dass sich eine Schallwelle da drin ausbreiten kann. Und was ich jetzt machen kann, das ist sehr gut verstandene Mikrophysik. Ich kann gucken, was ist die Schallgeschwindigkeit in so einem Elektronen-Photon-Plasma. Das ist 1 über Wurzel 3 mal die Lichtgeschwindigkeit. Das kommt einfach daher, dass der Strahlungsdruck ein Drittel mal die Energiedichte in der Strahlung ist. Und ich weiß ja, bei welcher Temperatur sich die Photonen von den Elektronen entkoppeln. Das ist auch ganz gut verstandene Mikrophysik. Also kann ich ausrechnen, wie groß ist die Region, wie weit haben sich die Schallwellen ausgebreitet. Das nennt man den Schallhorizont. Okay? Was jetzt noch zusätzlich passiert, nehmen wir mal an, ich habe so ein Photon in einer überdichten Region und das kommt zu uns als Beobachter. Das muss natürlich aus der überdichten Region rausklettern und verliert dadurch etwas Energie. Also das ist was, wo manchmal ein bisschen falsch rum verstanden wird. Eine überdichte Region führt zu kälterer Temperatur in der Beobachtung, weil das Photon muss da rausklettern. Andersrum fällt es rein, wenn es unterdicht ist und es wird ein bisschen heißer. Wo die Dichteschwankungen von Anfang an herkommen, ist wahrscheinlich die Quantenmechanik. Gut, und was jetzt passiert ist, man kann so die Dichteschwankungen so eine harmonische Analyse machen. Ich weiß nicht, das macht man auch mit Instrumenten. Wenn man zum Beispiel eine Geige analysiert, analysiert man die Hauptschwingungen und die Oberschwingungen. Und ein Experte kann daraus was sagen, aus was für Material die Geige gebaut wurde. Und genau dasselbe können wir mit dem Universum machen. Also wir können praktisch aus dem Verhältnis von den Oberschwingungen hier und der Hauptschwingung können wir was daraus lernen, aus was das Universum besteht. Gut, das ist hier für ein Beispiel aufgezeigt. Jetzt bräuchte ich eine Tafel. Im Wesentlichen, wenn wir mal annehmen, ich habe eine... Ja, genau. Ich habe nur den Stöpsel benutzt davon. Deswegen. Ja, das kurz umstellen.
Okay. Ja, vielleicht kriege ich es auch so hin. Wenn man, nee, ich zeichne es auf, das ist, glaube ich, einfacher. Eine Kugel zeichnen, ob ich das so gut kann. Okay, ich habe eine Kugel. Nehmen wir mal an, ich sitze hier als Beobachter und ich habe hier einen gewissen Abstand. Wenn ich jetzt gucke, unter welchem Winkel sehe ich diese Länge hier, wenn ich jetzt einen flachen Raum hätte, dann ist da der Winkel hier, das habe ich jetzt natürlich gut, doch, der ist kleiner als der. Wenn ich einen negativ gekrümmten Raum hätte, das ist sowas wie ein Sattel, wäre der Winkel noch kleiner, da kommt im Wesentlichen sowas raus. Und ich kann jetzt gucken, weil ich weiß, wie groß der Schallhorizont ist, kann ich gucken, unter welchem Winkel sehe ich den Schallhorizont, und deswegen kann ich wahnsinnig viel über die Krümmung vom Universum lernen. So, Entschuldigung, das war jetzt natürlich sehr kurz, aber mal gucken, ob ich wieder zurückkomme. Sonst brauchen wir das jetzt für den Rest vom Vortrag. Okay, super. Okay, und was ich hier jetzt aufzeichne, ist die gelbe Kurve, das ändert die Krümmung vom Universum. Wenn wir daran denken, dass hier unten war eine Größe, die ist proportional zu 1 über den Winkel, dann sieht man eben, wenn die Krümmung größer wird, oder hier in dem Fall wird sie kleiner, dann geht es zu kleineren Winkeln hier. Also das verschiebt sich. Und das kann man, das ja, wie ich vorher gezeigt habe, das sind Federbalken auf der Messung. Das ist so genau vermessen, dass wir hier sehr präzise die Krümmung vom Universum bestimmen können und wir kriegen raus, es ist flach. Also Sie müssen nur noch euklidisch rechnen. Gut. Okay, was ich jetzt mache, ist, das ist die gleiche Beobachtung wie vorher. Jetzt fliege ich nur ein bisschen weiter raus. Die roten Punkte hier sind Quasare. Und jetzt sieht man so langsam die Strukturen von der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen. Und die kosmische Hintergrundstrahlung ist natürlich so mächtig, weil im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, das ist wie eine Triangulationsmessung. Ich habe eine wahnsinnig große Entfernung und das macht die Messung so präzise. Okay. Und wenn wir jetzt die Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung hernimmt und das genau analysiert, findet man eben, dass man fast Lotto spielen würde, dass es sowas wie dunkle Materie geben sollte. Also die Kurve kann man nur mit dunkler Materie erklären. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist natürlich die Frage, was ist dunkle Materie? Ich habe das jetzt natürlich nur postuliert, das hilft mir in der Beschreibung, das ist was, wo Masse hat und nicht mit Lichtwechsel wirkt. Jetzt gab es zwei Ideen. Eine hieß WIMPs, also die Schwächlinge, oder die Weakly Interactive Massive Particles, und die anderen die Machos, die Starken. Das sind einfach Massive Compact Halo Objects, da hat man angenommen, das sind Objekte, die aus Standardmaterie bestehen, sowas wie braune Zwerge zum Beispiel, und von denen gibt es einfach wahnsinnig viele, aber die sieht man einfach nicht. Okay, und jetzt kann man erstmal überlegen, wenn das Teilchen sind, dann müssen wir überlegen, was für Eigenschaften haben die Teilchen. Jetzt kennt man natürlich so gut wie alle Teilchen vom Standardmodell der Teilchenphysik. Jetzt haben die Teilchenphysiker ein System postuliert, das heißt Supersymmetrie. Und da gibt es für jedes Teilchen, das wir kennen, ein Partnerteilchen, das wir noch nicht gesehen haben. Und da gibt es genügend, die solche Eigenschaften haben, dass sie dunkle Materiekandidaten sein könnten. Es gibt auch massive Objekte, sowas wie Neutronensterne, schwarze Löcher, braune Zwerge. Da haben aber Beobachtungen gezeigt, wieder mit dem Gravitationslinseneffekt, das kann man sich so vorstellen, wenn so ein Macho vor ein Objekt geht, wo wir beobachten, dann verändert sich die Helligkeit ein bisschen kurzfristig von dem Objekt. Und man kann beobachten, wie oft sowas passiert, und die Raten sind viel zu niedrig. Also man weiß inzwischen, von den Machos gibt es viel zu wenige, dass die für die gesamte dunkle Materie verantwortlich sein könnten. Okay, also die Frage ist, was das ist, wissen wir nicht. Es gibt Kandidaten und nach denen muss man halt suchen.
Leider gibt es bisher keinen direkten Nachweis der dunklen Materie in der Teilchenphysik oder in der Astroteilchenphysik. Also es gibt nur die indirekten astrophysikalischen Nachweise. Gut, jetzt habe ich ja vorher noch von dunkler Energie gesprochen. Das möchte ich jetzt auch noch erläutern, wo das herkommt. Wo ich die Diagramme von Hubble gezeigt habe, habe ich dir so bis Mitte der 90er zu ein paar hundert Megaparsec Entfernung gezeichnet. Mitte der 90er gab es dann einen Durchbruch, wie der gelang, sage ich gleich, und da wird der Herr Leib und Gut noch sehr viel dazu sagen. Da konnte man das Diagramm noch weiter rausdrücken. Also hier ist jetzt die Einheit Gigaparsec, 10 hoch 9 Parsec. Und was man jetzt aber sieht, die Messdaten, und hier ist die Geschwindigkeit in Kilometer pro Sekunde, die Messdaten zeigen eigentlich, das fängt sich an zu krümmen. Und das ist eigentlich auch, was wir erwarten. Das lineare Hubble-Gesetz gilt nur in unserer Nachbarschaft. Okay. Jetzt möchte ich zunächst mal erklären, wie die Messung, was benutzt wurde für die Messung. Wie gesagt, das wird der Herr Leib und Gut noch viel detaillierter erklären. Man hat hier dazu explodierende Sterne, sogenannte Supernovae, benutzt. Was man hier mitnehmen sollte, so ein einziger explodierender Stern ist so hell wie eine ganze Galaxie aus Millionen von Sternen. Also das spricht, man kann das wahnsinnig weit weg sehen. 10 hoch 22 Kilometer, kann man sich nicht mehr vorstellen. Jetzt haben die Supernovae die Eigenschaft, die sind wie die Standardkerzen, wie die 100 Watt Glühbirne. Ich weiß, wie hell die vor meiner Nase sind. Im Wesentlichen, weil das ein ziemlicher Standardprozess für den Typ Supernova ist, wie die explodieren. Und dadurch kann ich mit denen Entfernungen messen. Und Mitte der 90er wurde folgendes Programm durchgeführt. Man kann jetzt nicht eine Galaxie angucken und warten, ob da jetzt so eine Supernova explodiert. Das passiert vielleicht mal einmal alle 100 Jahre oder so. Oder noch weniger. Was gemacht wurde ist, die Forschergruppen haben sich praktisch zusammengetan mit Forschergruppen, die einfach aus anderen Gründen Galaxien beobachtet haben und haben denen gesagt, wenn ihr irgendwann mal was seht, was vorher nicht da war, sagt uns bitte sofort Bescheid. Und das hat dann eine ganze Reihe von Ereignissen ausgelöst. Also wenn die Teleskope haben dann zurückgemeldet, oh, da haben wir einen Lichtpunkt, der war vorher nicht da, dann wurde das nachbeobachtet mit Teleskopen in Hawaii und Chile und mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Und bei manchen Ereignissen hat sich herausgestellt, die sind halt heller und dunkler geworden und man hat die Farben von den Ereignissen genau aufgenommen, dass das so genannte Supernovae sind. Hier ist ein Bild, das muss ich ein paar Mal laufen lassen. Was man als erstes angucken sollte, ist den Bereich hier. Hier sieht man so eine Explosion, also das ist eine wirkliche Aufnahme. Was man hier sieht, ist die Farben der Explosion des erlaubten Astronomen, die Supernova zu klassifizieren. Und nur eine bestimmte Klasse von Supernova ist wirklich so eine Standardkerze. Und was man hier sieht, ist, wie das, die einfach heller und dunkler wird. Das ist so die typische Breite, ist so 50 Tage von so einer Explosion. Und die Zeitdauer von so einer Explosion ist eigentlich getrieben durch die nuklearen, durch die kernphysikalischen Prozesse in der Explosion. Gut. Dies ist jetzt eine andere Art und Weise, das aufzutragen. Astronomen nehmen Magnituden, im Wesentlichen ist das ein Logarithmus der Entfernung. Hier ist also die Entfernung wieder über die Rotverschiebung. Und da ist was sehr Interessantes passiert. Das waren die gemessenen Punkte und das gängige kosmologische Modell war die Kurve, die zweite Kurve von unten. Und da gibt es so eine Aufzeichnung von dem Herr Ries, der hat dann da probiert, mit die Materie zu bestimmen, da kam was Negatives dabei raus. Da gibt es sein Laborbuch, das kann man sich angucken, das ist wahnsinnig interessant. Da sieht man, er kriegt was Negatives für Masse, das kann nicht sein, dass die Kurve stimmt. Und dann ist er draufgekommen, was passiert denn, wenn ich eine kosmologische Konstante wieder einführe? Die Konstante, wo Einstein weggeworfen hat. Und siehe da, wenn man die wieder einführt, dann passt die Kurve genau drauf. Wenn man den Graph jetzt wirklich im Detail interpretiert, kann man sofort sehen, wenn man ein bisschen Expertise hat, was das eigentlich bedeutet, jetzt ohne auf ein kosmologisches Modell einzugehen. Was man braucht, ist beschleunigte Ausdehnung, weil man fixiert die Ausdehnungsrate hier und wenn man jetzt misst, wie schnell sich das von uns wegbewegt, was man erwarten würde, wäre viel, viel größer wie das, was man misst und um hier anzukommen, muss man beschleunigte Ausdehnung haben. Und das haben die gemessen, zwei Gruppen unabhängig voneinander. Das gab 1998 den wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres. Das war auch sehr gut. Die zwei Gruppen, die waren total verstritten. Die hätten sich nie im Leben aufeinander abgestimmt. Also wenn da einer gefunden hätte, andere hätten einen Fehler gemacht, die wären sofort an die Presse.
Aber beide Gruppen haben das unabhängig mit verschiedenen Daten gefunden. Eins ist das Supernova Cosmology Project, das andere war das High-Hoch-Rot-Verschieben-Search-Team. Und die haben eben rausgefunden, dass die Galaxien durch exponentielle Ausdehnung auseinandergedrückt werden. Und was brauchen wir, um das zu erklären? Wir können unser Hooke'sches Gesetz wieder einführen. Okay, in die Einsteinschen Gravitationsgleichungen. Jetzt kann man sich natürlich, und auf die Problematik komme ich später, wir merken das hier natürlich nicht. Ich bewege mich nicht exponentiell von hier weg. Also die Konstante hier davor, vor dem Hooke'schen Gesetz, die muss schon ziemlich klein sein, wenn man an die Entfernungen denkt. Und da komme ich gleich drauf. Gut, und das gab 2011 den Nobelpreis für die zwei Gruppen. Und wenn man das, manchmal sagt man so salopp, den Nobelpreis gab es für die Entdeckung der dunklen Energie. Das ist aber nicht richtig. Den Nobelpreis gab es für die Entdeckung der beschleunigten Ausdehnung des Universums. Weil, wie ich gleich zeigen werde, die dunkle Energie ist eine mögliche Interpretation davon. Gut, und dann kommen wir wieder zu dem Bild, wo ich vorher schon gezeigt habe. Gut, jetzt probiere ich zu erklären, warum Kosmologen die dunkle Energie überhaupt nicht mögen. Was ich hier auftrage, ist, was so passiert mit verschiedenen Komponenten im Universum. Was ich hier auftrage, ist die Dichte oder den Logarithmus der Dichte und wie groß das Universum ist oder das Logarithmus. Und da sieht man erstmal schwarz, Materie. Materie verdünnt sich einfach mit dem Volumen vom Universum. Okay? Strahlung geht schon wie 1 durch eine Potenz zu 4 von der Größe vom Universum. Das liegt einfach daran, es ist nicht nur das Volumen, welches sich vergrößert, es ist auch die Wellenlänge, die länger wird und ein Photon verliert dadurch Energie. Wir können nachher ewig über Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie reden. Was jetzt mit der kosmologischen Konstante passiert, egal wie groß das Universum ist, die Energiedichte mit der bleibt konstant. Jetzt was man als Physikerin und Physiker eigentlich probieren will, ist solche Größen, die man misst, auf natürliche Art und Weise zu erklären. Weil die Energiedichte konstant bleibt, muss ich irgendwie kurz nach dem Urknall gucken, was sind da die natürlichen Begebenheiten. Ich kann leider nicht genau bis zum Urknall rechnen, da bricht mir die gesamte Physik zusammen. Dann fange ich halt ein bisschen später an, wo ich noch weiß, wie die Physik geht und kann da die Energiedichte ausrechnen und da kommt was wahnsinnig Großes raus, 10 hoch 96. Und das vergleiche ich jetzt mit dem gemessenen Wert, das ist 10 hoch minus 27 und das ist ein komplettes Rätsel. Also um das mal, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, da sollten 120 Nullen stehen. Okay? Das ist die Diskrepanz. Und viele bezeichnen das als die schlechteste Vorhersage der theoretischen Physik. Das passt überhaupt nicht, der Wert, den wir messen, mit dem, was wir erwarten. Wir haben keine Ahnung, wo das herkommt. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, weil das so furchtbar ist, wir haben natürlich das, was Einstein gemacht hat, erstmal kopiert. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, das zu erklären. Und da kann man zurück auf eine Lektion gehen. Im 19. Jahrhundert haben die Leute schon gemerkt, Ellipsenbahn von Merkur, das können wir nicht so richtig erklären mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz. Irgendwas passt da nicht. Und dann hat man gesagt, ja, vielleicht ist irgendwo ein anderer Planet, der die Bahn von Merkur beeinflusst, den wir noch nicht gesehen haben. Da hat man postuliert, es gibt den Planet Vulkan, der genau gegenüber von uns hinter der Sonne steht, deswegen sieht man den nie. Und der könnte vielleicht die Planetenbahn von Merkur erklären. Was man dann natürlich später gelernt hat, ist, Einsteins Gravitationstheorie gibt ganz kleine Korrekturen zum Newtonschen Gravitationsgesetz und mit den Korrekturen kann man die Merkurbahn präzise erklären. Man braucht also keinen Planet Vulkan. Vielleicht ist es ja mit der dunklen Energie ähnlich, vielleicht ist die auch so ein Planet Vulkan. Vielleicht ist die Gravitation ganz normal auf kleine Entfernungen, aber auf großen Entfernungen stimmt irgendwas nicht. Da passt was nicht, vielleicht ist es anders. Und jetzt kann man sich vorstellen, die Theoretiker, die sind da sehr kreativ. Da gibt es zig Modelle, dass da was schief gehen kann. Ein populäreres Modell, das hat man vielleicht auch schon gehört, da nimmt man an, es gibt zusätzliche Raumdimensionen. Okay, das machen die Stringtheoretiker sehr gern. Und hier ist ein Modell, da redet man in der theoretischen Physik von der sogenannten Bran. Das ist einfach den Begriff Membran auf mehrere Dimensionen ausgedehnt. Da lässt man dann das Mem weg und nennt das nur noch Bran. Und man sagt, unsere Welt
ist eigentlich eine vierdimensionale Welt und die Gravitation geht in die vierte Dimension und wird scheinbar schwächer. Und weil die scheinbar schwächer wird, kriegt man beschleunigte Ausdehnung. Das ist nur so ein Beispiel. Okay, wenn ich wirklich gucke, was für Annahmen habe ich gemacht, die mich zu dem Schluss geführt haben, oder dass ich dunkle Energie habe. Da habe ich natürlich angenommen, dass die Einsteinsche Relativitätstheorie gilt. Da habe ich angenommen, dass das kosmische Prinzip gilt, dass es keine ausgezeichneten Punkte im Universum gibt. Und ich kann ja mal überlegen, was passiert, wenn ich das nicht annehme. Und ja, wenn ich das wegwerfe, gibt es andere Möglichkeiten als die dunkle Energie. Ich kann das durch Modifizierung der Einstein-Gleichungen erklären oder durch Inhomogenitäten im Universum. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich die Einstein-Gleichung modifiziere, muss ich wahnsinnig aufpassen. Ich weiß, mein GPS funktioniert. Ich kann das nicht alles kaputt machen, was schon gemessen und etabliert ist. Nur um das zu erklären. Also man ist da eigentlich sehr eingeschränkt, was man machen kann, aber es gibt schon noch Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, was ist die Ursache der beschleunigten Ausdehnung? Das ist Ihre Aufgabe, solche Schüler und Schülerinnen zu produzieren, die uns das mal beantworten können. Aber wir können natürlich mehr drüber lernen. Und das ist so, was im Moment die treibende Kraft in dem ganzen Gebiet der Kosmologie ist. Es ist eigentlich bessere und präzisere Beobachtungen zu bekommen. Ich habe hier nur, da gibt es zig, drei Beispiele aufgelistet, in welche ich involviert bin. Eins ist der Dark Energy Survey, das ist ein Teleskop in Chile, wo man eben genau die Galaxienverteilung vermisst und auch den Gravitationslinseneffekt der Galaxien misst. Dann gibt es eine Röntgenmission, wo vielleicht der Herr Wilms nach mir auch erwähnen wird. Das ist zum Erosita, das ist auf dem deutsch-russischen Satelliten, welcher nächstes Jahr starten wird. Und dann gibt es eine Satellitenmission der ESA, die Euclid heißt, welche dezidiert nach der Natur der dunklen Energie suchen soll. Aber ich glaube, es ist Ihr Job, jemanden zu finden, wo uns das erklären kann. Dankeschön. Okay, also das ist natürlich erstmal ich probiere erstmal zu gucken, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Man hat natürlich immer die Vorstellung, ein Raum muss in irgendwas eingebettet sein, wenn er sich ausdehnt. Das ist natürlich aber nicht der Fall. Also das Problem ist, dass ich hier von was Dreidimensionalen rede. Wenn ich jetzt eine Ameise auf der Erde wäre und die Erde dehnt sich aus, ich hätte keine Ahnung von Höhe, würde aber trotzdem feststellen, dass die Abstände zwischen den Orten, wo ich laufe, immer größer werden. Aber ich muss keine dritte Dimension haben, um eine Oberfläche zu beschreiben. Das brauche ich nicht. Das muss ich nicht in was ausdehnen. Ein Punkt auf der Erde ist nur durch die zwei Winkel gegeben. Da kann ich einen Treffpunkt, wenn ich die Zeit noch habe, ausmachen. Und ich muss nur, wie sich die Winkel verändern, beschreiben. Das ist ein zweidimensionales Objekt. Da brauche ich die Erde nicht in eine dritte Dimension einbetten. Was ich aber natürlich in meinem Kopf mache, um die Erde anzugucken, muss ich ja von außen die angucken. Und das ist so ein bisschen die abstrakte Problematik dahinter. Aber es werden einfach die Abstände größer zwischen Punkten. Das ist alles, was ich für die Ausdehnung brauche. Da brauche ich keinen Raum, in welchen ich die Kugel oder das Universum in noch was Höheres einbette. Das ist eine sehr gute und delikate Frage. Weil im Moment gibt es zwei aktuelle Werte, die nicht übereinstimmen. Also auch gegeben die Fehlerbalken. Es gibt die eine Messung, die ist mehr so in dem Stil von was ich hier beschrieben habe. Also die funktioniert mit Supernovae oder mit sogenannten Cepheiden. Das sind oszillierende Objekte, mit denen man auch die Abstände messen kann. Und in der Tat, da kommt sowas raus wie 71 oder 72. Ist aber auch die kosmische Hintergrundstrahlung ist auch empfindlich auf den Hubble-Parameter, weil man da alles auf die lokale Expansionsrate kalibrieren muss. Und da kommt eher sowas wie 67 oder 68 raus. Und da ist jetzt ein Riesen, und die Fehlerbalken sind inzwischen so plus minus 1. Also das ist signifikant anders. Und da ist ein Riesenstreit drüber ausbrochen, an was das liegen kann. Man kann
Man kann das gesamte kosmologische Modell verändern, dass die in Einklang gebracht werden, aber im Moment ist noch nicht klar, ob man die ganzen systematischen Fehler der Messung wirklich richtig verstanden hat. Also das ist eine hochspannende Frage. Es gibt verschiedene Gruppen, die in verschiedene Richtungen argumentieren. Es haben auch die Leute, die Forschung auf kosmischer Hintergrundstrahlung betreiben, haben die anderen Daten analysiert und kriegen dann was raus, das ihrem Wert entspricht, aber das ist noch nicht endgültig entschieden. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht vor 20 Jahren der Fehlerbalken plus minus 50 war, ist das natürlich eine Diskussion, die man gerne hat. Genau, das ist der Punkt, nicht genau. Also die Diskrepanz in dem Hubble-Parameter, von der ich gerade gesprochen habe, die beeinflusst, man kann ja mal so als, wenn man so jemand ist wie ich, sage ich, ich weiß nicht, wer von den beiden recht hat, nehme ich halt den gesamten Bereich als Unsicherheit an meine Messung und selbst wenn ich das dann als Unsicherheit mit reinfalte in meine Messung, kriege ich immer noch hohe Evidenz für beschleunigte Ausdehnung oder wenn ich das mit einer kosmologischen Konstante interpretieren will, für eine kosmologische Konstante. Also da ist der Bereich, der jetzt eingeschränkt ist, klein genug, dass das nicht weggeht. Sie stellen genau die richtigen Fragen. das ist auch, also für dieses Modell ist das noch nicht entschieden. Das sind auch wahnsinnig schwierige Rechnungen und Analysen. Ich kann nur aus der jüngeren Geschichte erzählen. Es gab vor, sagen wir, 10 Jahren, jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber auch eine modifizierte Gravitationstheorie. Und das war eigentlich in dem Zusammenhang, also eine modifizierte Gravitationstheorie, muss ich jetzt sagen, um dunkle Materie zu erklären. Und in dem Zusammenhang war das ein Riesendurchbruch, weil diese Theorie zum ersten Mal aus fundamentalphysikalischen Prinzipien aufgestellt wurde. Warum ist das wichtig? Das erlaubt einem nämlich, also das kann natürlich schwierig sein, aber im Prinzip erlaubt einem das, die ganze Phänomenologie der Kosmologie auszurechnen. Also wie sieht die kosmische Hintergrundstrahlung aus? Wie verhalten sich Galaxienhaufen? Wie sehen Galaxien aus? Und das war möglich und da hat man eben genau in dem Zusammenhang gefunden, wenn man die ganzen verschiedenen Messungen zusammengebracht hat, dass man, wenn man die Theorie wirklich hernehmen will, muss man wahnsinnig viele massive Neutrinos haben, dass es funktioniert und es war dann nicht mehr so attraktiv, die Theorie weiter zu verfolgen. Jetzt die Theorie, auf welche Sie verweisen, die ist, glaube ich, im Dezember oder so veröffentlicht worden. Da müsste man natürlich erstmal gucken, kann man das ganze Programm so abspulen, weil oft werden solche Theorien nicht so akkurat aufgeschrieben, dass man das kann. Und wenn man das kann, das ist wahnsinnig viel Arbeit, das abzuspulen, aber das müsste man dann machen. Und die Frage ist genau richtig, wo das oft dran scheitert. Man kann dann oft die Rotationskurven von Galaxien erklären, auch Galaxienhaufen, die Dynamik vielleicht noch erklären. Aber wenn man es dann in Einklang bringen will mit der Strukturbildung, wird es oft ziemlich schwierig. Und was man dann natürlich aussehen muss, was, wenn man so eine fundamentale Theorie nimmt, man hat jetzt zwar nicht die Notwendigkeit, irgendwelche supersymmetrischen Teilchen einzuführen, aber die Theorien führen andere Sachen ein, die man noch nie woanders gesehen hat. Aber da ist es, das ist noch nicht entschieden, würde ich sagen. Also Newton, muss man sagen, quasi Newton. Man hat natürlich schon noch, dass das Universum sich ausdehnt, das ist da schon mit drin. Aber im Wesentlichen, in solchen Simulationen werden nicht, wie soll ich das beschreiben, es werden nicht Phänomene berechnet, die starke Gravitation involvieren. Und nur bei solchen Phänomenen spielt, oder bei Hochpräzisionsphänomenen spielt die allgemeine Relativitätstheorie eine Rolle. Also wenn man jetzt zum Beispiel in solchen Simulationen schwarze Löcher erzeugen wollte, dann müsste man sich darüber Gedanken machen, was man damit nehmen soll. Es gibt eine Ausnahme, die allgemeine Relativitätstheorie spielt auch noch im anderen Bereich eine Rolle. Das ist auf ganz, ganz großen Skalen. Also praktisch, man packt ja das Universum in eine Schachtel in seinen Computer und die Schachtel hat einen Rand. Und bei den Skalen muss man sich schon überlegen, gibt es da Effekte, die von der allgemeinen Relativitätstheorie kommen können. Und im Moment ist das Wissen, dass diese Effekte keine große Rolle spielen. Also, erstmal muss man sagen, okay, Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie ist nicht, was man so aus dem Bauch rausdenkt. Okay? Jetzt, ich kann das auf zwei verschiedene Arten erklären. Erstmal, ich habe ganz am Anfang gesagt, in der speziellen Relativitätstheorie passiert es schon, dass die Trennung von Raum und Zeit
nicht mehr so klar ist. Also das wird eine Raumzeit. Das ist noch mehr der Fall in der allgemeinen Relativitätstheorie. Jetzt, wenn ich von Energieerhaltung rede, das bedeutet ja im Wesentlichen, dass ich von einer Zeitableitung der Energie rede, welche Null sein sollte. Jetzt, wenn ich aber sage, Raum und Zeit sind nicht mehr so trennbar, kriege ich dadurch schon mal eine Ortsableitung ins Spiel, weil ich das nicht mehr trennen kann. Und deswegen wird die Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie bedeutet eben nicht, dass E Punkt gleich Null ist. Okay, ich kann das auch noch anders erklären. Im Wesentlichen, wenn ich mir ein ideales Gas angucke, also ich weiß nicht, das kennt man, dQ oder dE ist minus pdV. Ich weiß nicht, das macht man in der Schule, macht man das wahrscheinlich nicht, aber das ist bekannt oder ist das nicht bekannt? Von der Wärmelehre. Okay, wenn ich das jetzt praktisch, das Volumen mal sage, das ist proportional zum Skalenfaktor hoch 3 und füge das in meine Gleichungen ein, sehe ich, dass in den Gleichungen, es kommt eben nicht nur das E-Punkt vor, da kommt auch noch ein A-Punkt vor. Also das A-Punkt ist, das soll ich fast aufschreiben, ist egal, das ist der Skalenfaktor, wie er sich mit der Zeit verändert. Okay, der verändert sich mit der Zeit und die Ausdehnung vom Universum gibt einen zusätzlichen Term in der Energieerhaltung. Und wenn man jetzt ganz salopp reden will, ist so, was einem fehlt in der Energieerhaltung, ist in der Ausdehnung drin. Ich will das nicht mit kinetischer Energie bezeichnen, das ist falsch. Okay? Aber die Gleichungen sehen halt, da ist nochmal ein zusätzlicher Term, der kommt von der Ausdehnung. Wenn sich das Universum nicht ausdehnt, ist alles in Ordnung. Aber da hat man ja auch den Effekt dann nicht, wo ich gezeigt habe. Und das Komische ist, wenn ich das unterrichte bei den Studierenden, wenn ich über die Strahlung sage, dass das wie 1 durch A hoch 4 geht, was ich vorher gezeigt habe, da motzt niemand. Aber wenn ich bei der kosmologischen Konstante sage, das bleibt konstant, da gehen die die Wecker los. Aber das natürlich beides verletzt die Energieerhaltung im klassischen Sinne. Nur man schluckt natürlich bei der Strahlung, wenn ich sage, ja, da ändert sich die Wellenlänge auch noch zusätzlich, das glaubt man dann natürlich. Okay. Ja. Also Bilder sind ja wichtig, damit man was mitnimmt. Ja, ja. Okay. Ja. Also die beschleunigte Ausdehnung, die fängt wirklich, das ist auch hier angeschrieben, hier in dem letzten Schritt statt. Das ist ein extrem zeitnaher Effekt. Können Sie mir einen Hinweis geben, wieso ist... Also, ja? Warum ist die erst so neu? nee, das ist... Moment, ich suche die Folie, das kann ich auch zeigen. Das haben wir... Moment. Wo ich das gezeigt... Entschuldigung. Also es gibt... wo war denn das? Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Also, die erste Erklärung ist, das liegt an dem gemessenen Wert für die kosmologische Konstante. Jetzt, was ich hier sehe, es gibt verschiedene Phasen im Universum. Im frühen Universum bin ich durch die Strahlung dominiert, die Dichte. Mittendrin gibt es was, wo durch die Materie dominiert ist. Und dann spät im Universum werde ich durch die kosmologische Konstante dominiert. Das hängt aber natürlich davon ab, wie hoch der gemessene Wert ist. Wenn ich den weiter runterschiebe, dann ist es noch später. Wenn ich ihn ganz hoch schiebe, passiert es früher, wo sich die Kurven schneiden. Also das hängt, der gemessene Wert der kosmologischen Konstante sagt einem auch gleichzeitig, wann die dominant wird. Okay? Jetzt kann ich aber auch a priori argumentieren, wann das überhaupt passieren darf. Wenn ich nie eine materiedominierte Phase hätte im Universum, also wenn die grüne Linie hier oben rübergehen würde, dann würde ich gar keine Strukturen im Universum ausbilden, weil die beschleunigte Ausdehnung würde die sofort wieder auseinanderreißen. Also was ich brauche, um die Strukturen im Universum zu sehen, brauche ich eine Phase im Universum, die materiedominiert ist, sonst würde ich die gar nicht sehen. Okay, das ist fast schon anthropisch argumentiert. Und im Wesentlichen, ich habe gesagt, die einzige Skala, die in dem Problem am Leben ist, ist das Alter des Universums. Also ich kann die Studierenden fragen, rechnet mal das Alter vom Universum in Elektronenvolt aus.
und macht da eine Dichte draus, dann kommen genau die 10 hoch minus 20 Größenordnungen wieder raus. Also die einzige Größe, die ich nicht kenne, die ich da reinstecken muss und die komisch ist in dem Problem, ist das Alter des Universums. Also den Wert der kosmologischen Konstante, das nennt man ein Feintuning-Problem, aber man kann das auch umschreiben und sagen, warum jetzt? Das nennen wir das Why-Now-Problem. Ist genau dasselbe Problem. Und ich kann jetzt vielleicht noch was dazu sagen. Ich habe ja gesagt, es gibt noch andere Modelle, die inhomogen sind. Zum Beispiel kann man auch mal sagen, wir leben zufällig in so einer Blase im Universum, die sich beschleunigt ausdehnt. Aber global gesehen ist das Universum, dehnt sich nicht beschleunigt aus. Und was man da dann rauskriegt, man muss im Zentrum von der Blase sitzen. Da hat man wieder einen speziellen Wert gebraucht. Da hat man dann warum jetzt zum warum hier verwandelt. Also den kleinen Wert wird man halt irgendwie nicht los.